FC Bayern München gegen den 1. FC Kaiserslautern. So die vielversprechende Partie am Samstagvormittag im Bayern Campus. Und in der B-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest eröffnete Oliver Batista Meier gleich das Münchner Schützenfest. Die vierte Spielminute und Batista Meier war bereits zur Stelle. Pure Freude über das frühe Tor. Doch es sollte Schlag auf Schlag weitergehen. In der 11. Minute ein langer Ball erneut auf Batista Meier. Der bleibt cool und setzt sich zum 2:0 durch. Nur zwei Minuten später dann das 3:0 und wieder war es Batista Meier. Innerhalb von 10 Minuten dreimal Batista Meier. Ein lupenreiner Hattrick. Das 4:0 in der 25. Minute dann durch Justin Butler. Nach der Halbzeit ging es aber nahtlos weiter. Die Bayern weiterhin in absoluter Torlaune und natürlich war es Batista Meier, der auch im zweiten Spielabschnitt als erstes einnetzte. 57. Minute 5:0. Nur fünf Minuten später eine perfekte Ecke. Fabian Cavadias zur Stelle zum 6:0 ins Lauterer Tor. Und wie sollte es anders sein? In der 73. Minute war es erneut der Mann des Spiels, Oliver Batista Meier, der zum 7:0 Endergebnis den Ball ins Tor der kleinen Teufel einschob. Wir haben gut gespielt, 7:0 gewonnen, wir haben Gas gegeben und haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft sind in der Liga. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann im Vergleich zu der ein oder anderen Situation in den vorhergehenden Wochen haben wir die Dinge heute auch fertig gespielt. Von daher bin ich mit dem Spiel in Ballbesitz sehr zufrieden und auch, dass die Null hinten bei uns steht, das hat auch seine Gründe. Von daher passt es für den Moment, die Richtung stimmt. Und jetzt gilt es einfach an den Stärken nochmal weiterzuarbeiten und die Defizite, die wir heute erkannt haben, dann auch nochmal zu bearbeiten.